den ich nicht begangen habe. Aber ich war der Vollstrecker. Ein Mörder? Aber unschuldig. Ich stach auf einen völlig Unbekannten ein. Dreimal. In die Arterien. Wie Sie es beschrieben haben. Wollen Sie etwas sagen, dass heute... Siehst du, war halt immer schon besser, weil er so ein Maya-Dinger ist, weißt du? Das ist absolut unmöglich. Unmöglich. Vorderarme zeigen. Das ist das beste Beispiel. Beste Beispiel auf jeden Fall, Alter. Oh, das Symbol Queschnitlans. Die Vollstrecker ritzten es sich in ihre Vorderarme, bevor sie das Opferritual vollstreckten. Oh, es ist wahr. Mein Gott, der Kodex hat recht. Was für ein Kodex? Der Kodex? Was meinen Sie damit, Professor? Meinen Sie das, Grützikon? Sie müssen hier weg. In der Zeitung des Wärters ist Ihr Foto abgebildet. Er würde Sie garantiert erkennen. Ich hab mich grad schon gesehen. Schnell, verschwinden wir von hier. Dann erzähle ich Ihnen alles. Ja. Ich liebe dich. Ich guck mal kurz auf die Karte ein bisschen. Die Karte, die habe ich immer im Interview gesehen. Hier. Pfut. Bah, ein Riesen. Oh. Okay. Besseres Film nicht ein. Aber die Story ist gerade so interessant, weil ich habe keinen Bock aufzuhören. Hilfe, Professor. Du hilfst mir gar nicht, oder? Nein, Professor, bitte nicht sterben. Ich mag den Professor. Was ist los? Bin ich so fest gedrückt, oder was? Ist der gestorben? Oder der hat Herzinfarkt oder so. So viel für seine Pumpe. Alter, wer fährt die ganzen Autos? Aua! Oh, ich rutsch hier rum, ey. Wuhu! Driver! Ah, das alte Driver-Spiel, das war geil. Oh, Leroy Jenkins. Voll Idiot, ey. Ich bin Super Lucas Kane, nenn mich Kane Man. Alter, Auto ist aber schon langsam, oder ich bin einfach schnell. What the fuck? Scheiße, verkackt. Ich hab geguckt, was er macht, Alter. No! Wusch, 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 wusch. Bitch, man. Don't fuck with Lucas King, bitch. Hahaha. Are you okay? Der Kodex erwähnt die Ankunft eines Kindes. Ah, das kleine Kind, das Mädchen. Die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Das Orakel. Tötet, warum stirbt er? Das Kind zu finden. Ah. Oh. Oh. Toll. Wieso? Ich hab den nur geschubst, ey. Alter Sack, ey. What the fuck? Imperator. Der unbekannte Ort. Aber der Datum, das Datum und die Wärme ist bekannt. Oder Ort nicht. Ich wurde entführt. Und nach Queschnitlan gefunden. What the fuck? What the... Komm her, du Hippie. Who the fuck are you? Ah, da bist du ja. Ist das der Orakel? Ich wollte dich schon lange treffen. Von die Augen und nur so. Wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders? Das ist wirklich der Orakel. Das Orakel. Chroma. Das Chroma. Du hast das Chroma. Das erklärt manches. Was? Wie konntest du solche das ist voll am Formular am Backen, ey. Sei es drum. Eins ist sicher. Chroma? Das Chroma? Was ist das? Die Kraft, die das Universum erschuf. Der Ursprung von allem. Die, die es besitzen, haben erstaunliche Fähigkeiten. Sie ist beschissen aus, ey. Warum ich? Wieso ich? Warum gerade ich? Reiner Zufall. Der Vollstrecker wird stets zufällig gewählt. Es sollte dir eine große Ehre sein, Queschnitlan dienen zu dürfen. Die Fresse, du Vogel. Genug. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen. Aber im Jenseits.
Ich würde es im Schild. Kibintinakwentarone. Selber. What the fuck ist das denn, ey? Anstatt er mich direkt töte mit einer Pistole oder so, ne. Ich schick dir jetzt meine komischen Krokodil, Echsen, Panther, Löwen. Weiß ich was auf den Hals, ey. There's only fun if they run. Kopf einziehen. Könnte weh tun. Alter, wieso hast du mich in so ein Maya, in so ein Dschungel entführt, ey? Oder Kidnapper. Ich finde, das ist nur meine Gedanken. Ja klar, wie soll ich denn das noch hier kommen, ne? Weicht ja so ein Dings aus, ey. So ein stillstehender Gegenstand. So, oh mein Gott, es ist so schlau, es überlistet mich was. Okay, du hast mich. Haha, Zeit über Bit. Was ist denn jetzt los? Agatha. Agatha? Wie kann... Hören Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist. Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Sie ist es, die Sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Schnell, die Zeit ist knapp und Sie sind ihnen erneut auf der Spur. Alter, die Frau ist voll mein Lebensretter. Ich dachte, die steht auf mich. Alter, Lukas hat voll die blonden Haare jetzt. Und so ein 3 Tage war. Wie Sie sich ahnen, sind wir verärgert. Sehr verärgert. Er entkam Ihnen erneut. Erst in diesem Museum. Schlechte Wahl, dieses Museum. Und dann in der Welle. Nein. Schlimmer. Dort haben Sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja, gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Er besitzt das Chroma. Das kann nicht sein. Blödsinn. Wie sollte er das Chroma besitzen? Kenne ich doch, das kann nicht sein. Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass dem so ist. Deswegen widerstand er meinen psychischen Attacken und konnte der Polizei entkommen. Dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Das ist ärgerlich. Sehr sogar. Das ist nicht alles. Einer von denen kommt mir bekannt vor. Hilft ihm. Was sagen Sie? Ja, genau. Wären Sie beide in der Welt? Ah, der Typ, der die Autopsie gemacht hat. Der hat genauso geredet. Und beschützte ihn. Einer unserer Leute? Wohl kaum. Nein. Es muss etwas anderes sein. Wahrscheinlich ist er das nicht nur der scheiß gleiche Synchronsprecher oder so. Anders. Ein anderer Clan? Unmöglich. Unserer ist der letzte. Wir haben Rivalen. Die wie wir nach dem Indigo-Kind suchen. Sie dürfen das Kind nicht finden. Das wäre katastrophal. Verheerend. Kane arbeitet für Sie. Es sei denn, Sie benutzen ihn nur. Kane ist der Schlüssel. Er sieht durch unsere Augen. Er darf das Kind nicht finden. Sie müssen ihn ausschalten. Endgültig. Das habe ich bereits bedacht. Er wird endgültig ausgeschaltet. Schon bald. Enttäuschen Sie uns nicht. Sie können nun gehen. Eine lausige Absteige. Oh, Markus. Oh, Markus. Der hat blonde Haare, verdammt! Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Telefon. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein. Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Mhm. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. So. Mir ist es wichtiger, dass ich meinen Bruder warne, als ich...
Ja, Wurst drauf, Mann. Die Polizei. Sie ist hier im Hotel. Ich muss ist mir egal, ich muss ein Dings finden. Ein Telefon. Oder gibt's hier kein Telefon? Keine Bewegung! Ah, schade, das hat mehrere. Und damit endet meine Geschichte. Ich ignorierte meine Vorahnung und wurde von den beiden Polizisten... Nein, ich dachte, das hat mehrere Räume, weil ich ein Telefon gesucht habe. Das Telefon ist direkt neben dem Bett, ich bin so ein fucking Idiot, ey. Geht ran, Markus, geht ran! Willkommen, mein Sohn. Was? Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Where the fuck is the fucking telephone? Bitch, Alter! Wo? Da. St. Pauluskirche. Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du's, Lukas? Oh, bitte, Alter, verarsch mich nicht. Komm, mach. Keine Zeit. Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell. Tu, was ich sage. Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon, los. Echt, du Idiot, Alter. Ich hab jetzt auch noch eine Tür. Okay, ich habe abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Ruf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Gut. Lukas? 369. Oh. Hier ist's. Scheiß drauf, Alter. Bisschen Zeit noch machen. Das ist die falsche Zimmernummer. Das ist die falsche Zimmernummer. Lukas, lauf weg, bitte. Das ist die falsche Zimmernummer. Das ist die falsche Zimmernummer. So, Lukas, du hast genug Zeit gehabt. Hey, Carla, was machst du denn? Ach, der kam noch hinten raus. Ach, die haben die falsche Nummer. Okay, cool. Das ist die falsche Zimmernummer. Falsche Zimmernummer. Ich Idiot, ey. Die einzige Tür, die ich nicht angeguckt habe. Oh. Keine Bewegung! Yeah! Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Der hat einen kleinen Schniedelwurzel. Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das war Super Mario, das scheint ein Missverständnis zu sein. Hauptsache, die 6 ist umgekehrt. Wollte ich gerade sagen. Ich wollte das gerade sagen. Hä? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. So geil. Scheint die Kurve gekratzt zu haben. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los, gehen wir. Sehe ich eigentlich verarschen? Ist wirklich Spider-Man? Ah, die hören das natürlich nicht, ne? Lukas, du musst kommen. Sofort. Los. Sie sagen, sie bringen mich sonst um. Ah, Tiffany. Ich bin am alten Rummelplatz. Bitte, beeil dich. Warte mal, ich hab dich falsch verstanden. Du bist am alten Fummelplatz. Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Nein. Also, beeil dich. Oh fuck, was machen wir jetzt, ey? Ich glaube, ich lasse Tiffany sterben. Ja. Rummelplatz, Silent Hill 3. Ne, wie hieß der nochmal, der Park? Ich hab das nie gespielt, nur geguckt. Ein bisschen. Ich gehe meinem Tod entgegen. Alles, was ich seit dem Augenblick... Bei einem super Let's Player. Wie ich jenes Restaurant betreten hatte, konnte nur hier rauslaufen. Ich hatte genug Schleichwerbung, verdammt. Noch länger zu kämpfen und mich ständig zu verstecken. Es war ihr vergebens. What the fuck, der Clown hinter mir. Es gab nur noch eins zu tun. Tiffany's Leben. Ey, das ist der Kakashi-Penner wieder. Gegen mein Schicksal ankämpfen. Und halt der Robe. Der Rabe. Lukas, hilf mir! Halt die Fresse, ich geh zu dem Typen hier. Tiffany, sie ist oben auf der Achterbahn.
Komisch. Den Mann habe ich schon mal irgendwo gesehen. Tiffany so, was macht der Kerl da unten? Welche Achterbahn ist hier in der Mitte? Ach, da oben. Okay. Hallo, Rabe? Kann sein, dass du irgendwie Agathas Lukas! Nachkomme bist und mir den Weg zeigen Lukas, möchtest, wo ich hin muss. Weil immer, wo ich hin muss, da ist dieser Rabe. Ja, ich bin doch gerade dabei, verdammte Scheiße. Ja, Rabe, du hast mich voll im Arsch gebracht. Du hast mich jetzt an der Eier, ey. Ja, Lukas, hilf mir! Ich kann nicht auf die Gleise, verdammte Hure. Ja, chill mal deine Basis, ey. Ich komm ja schon. Yes, jetzt wird gefahren. They see me rolling. They hating. Let's get ready to rumble. Woohoo! Was? Endstation? What the fuck ist das für eine Dings, ey? Ich kann auch noch mal aussteigen. Ich muss mal Pipi-Pause. Ja klar, Kinder können da aussteigen. Lauf weg, Lukas! Lauf! Das ist eine Falle! Okay. Ach so. Schade. Oh, balancieren. Auf einem rutschigen Balken. Ich sehe nicht, wo das eigentlich gefährlich sein kann. Was? Drücken Sie die A-Taste und die D-Taste und den Cursor in der Mitte des Lukas Officer. Ups. Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete... Wow, wow, schau mal deine Basis, Alter. Wow, 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 wow. Bitch, please, no. No, 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 no. No, no. What, 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 what the fuck? Oh my god, ich fuck das wieder, ey. Fuck yeah. Fuck yeah, fuck yeah. Fuck, fuck, fuck yeah. Fuck yeah, what, what, no. Fuck yeah, fuck yeah. Fuck yeah, bitch, please. No, no, bitch, no, no, forever alone. No, bitch, yeah, yeah, trophies. Oh my god, yes. Oh my god, yes, oh my god, yes. Aber ich falle gleich runter. Ich falle gleich runter! Also. Und gleich wieder zurückbalancieren. Carla Valenti. Halt hinter dich. Geile Sache. So, bitteschön. Ich liebe dich nicht. Gute Fahrt ins Jenseits. Danke. Minus 95, ey. Und damit endete meine Geschichte. Das Orakel will dich verarschen? Nein, Lukas, Alter! Sieht nicht aus. Fertig, das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt, es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Cerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Cerebrospinale Aktivität. Ich träume. Ah, ich will ja der kleine Rosenscheißer. Lukas! Guck mal, der Chef wie so ein Harry Potter. Wach auf, Markus, ich box dich, ey. Wach auf, Markus, los geht's! Was, ehrlich? Was geht los? Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Was denn? Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Wo vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier? Boah, du Type, nee. Ist eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Nein, einen gefrorenen Besen. Nimbus 2012. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Mama und Papa erwischen uns sonst noch. Ja, ich bin ein ganz kleiner Schisser. Ganz, ganz klein. Ich mag Mama und Papa ganz, ganz gerne.
Nur meinen kleinen Bruder, meinen großen Bruder Lukas mag ich nicht. Weil er aussieht wie Harry Potter und von diesen Dinosauriern träumt. Und ich wohne auf einem Militärstützpunkt. Und ich habe alle meine Freunde sterben lassen, als sie Verstecken gespielt haben. Ja, das habe ich gerne gemacht. Weil ich mag Verstecken nicht. Und der Fettsack wollte mich hauen, aber dann habe ich den selber gehauen. Ja, das habe ich gemacht. Ich weiß aber leider nicht, wo ich hin muss. Ich muss nur im trockenen Blei drücken. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Immer noch nicht. Ich gehe jetzt hier am Stall vorbei. Und dann gucken wir mal, wo lang müssen. Aber ich weiß das nämlich nicht. Und mein kleiner Fuck you ass. Fuck you. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Tut mir leid. Ich hab die Toilette gesucht. Ich habe die Toilette gesucht. Fuck you. Du bist verrückt, Lukas. Nochmal lässt er uns nicht laufen. Na klar, der ballert uns ab. Wenn er uns erneut erwischt, stecken wir Prügel ein. Oh. Mach du, was du willst, Markus. Ich versuch's nochmal. Ich will auch mit, ey. Immer machst du coole Sachen ohne mich. Was darf man unter das Haus gehen? Verdammt, wir sind klein. What the fuck the hell? Bitch, man, please, ey. Warte, wir gehen ein bisschen nachher. Komm mit. Fettes Schweine. Komm, Harry Potter. Gehen Sie auf der Jagd nach dem Riesenschnatz. Oh, fuck you. Move your ass, 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 bitch. Move. What the fuck? Ha, close. Hair close. Close enough. Jetzt wo kann ich stehen? Ich kann bis hier stehen, oder? So, bis hier kann ich stehen. Komm mit. Move. Move! Keine Bewegung oder ich schieße! Oh, mit einer Plastikpistole. Nicht schießen, Sir! Wir sind nur Kinder! Wir sind die Canes! Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Zu suchen! Macht, dass er nach Hause kommt! Macht, dass er nach Hause kommt, ey! Drecksweibe, Kinder, ey! Verpiss dich doch mal, ey! Macht dir überhaupt nur Scheiße, Wichse! What the f... Jesus, motherfucking Christ, ey! Oh, der geht gar nicht mehr weiter. Ah! Jetzt geht er los. Boah, ich hasse solche Dinger, Alter. Die sind voll schlecht gemacht.